Viewer discretion is advised. Ich wollte, ob man so einen LKW abschleppen kann. Ja. So, jetzt hochbocken. Sehr schön. Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSPDFR und heute mal zu einer ganz speziellen LSPDFR Folge. Ihr seht schon, ein Police Abschleppwagen, also quasi den, den wir ja schon kennen aus den unzähligen LSPDFR Folgen. Ja, wir werden heute mal als Abschleppdienst mehr oder weniger arbeiten, aber halt im Auftrag der Polizei, quasi als Ordnungsamt, und werden heute mal mehr oder weniger die Einsätze hinter uns lassen. Auf die Einsätze mal heute nicht reagieren, sondern eher mal Verkehrssündern auf den Grund gehen. Das müssen wir natürlich auch mal machen. Sprich, Falschparker, ETC oder gestohlene Fahrzeuge werden wir abschleppen und sicherstellen. Und ja, je nachdem, wo wir uns gerade befinden, umparken oder auf den Abschlepphof fahren. So rum machen wir das. Ja, mal schauen, was wir heute so da erleben können. Also, ja, mal eine andere LSPDFR-Folge, aber vielleicht nicht ganz so actionreich. Und da sehe ich doch schon was. So, natürlich, bevor wir hier überhaupt irgendwas machen. Ja, vorsichtig, Sie sehen, dass ich hier arbeite. Ich kann, ob man so einen LKW abschleppen kann. Ja, so, jetzt hochbocken. Sehr schön. So, dann einmal aussteigen. Ach ja, so, Dispatch. Ich, ja, genau. Bräuchte mal Informationen. Wo ist das Kennzeichen? Da. Zu 47WGA842. Attention, this is dispatch. We've got a 390 that's license plate, occupation 47 William George, Adam 842, 1099. Dann verpassen wir dem Herrn mal ja einen Strafzettel. Charlie 4, roger that. We'll look for those maggots. 10-4, copy that. Ich weiß, wahrscheinlich mal da hinten, ne? Mal gucken. So, genau. Jetzt verpassen wir dem erstmal einen Strafzettel. Schreiben das natürlich auf, dass wir den ja von Post-OP abgenommen haben. Zack. So, machen wir natürlich eine Meldung. So, und dann haben wir ihn am Haken. Bist du der Besitzer davon? Ist es jetzt zu spät? Sahst du aus? Vorsicht! Ich komme hier nicht vor Schäden auf. So sieht das gute Stück aus am Haken. Herrlich. Wir schleppen einen Transporter ab. Oder einen kleinen LKW. Natürlich aufpassen, wir haben keine Sirenen oder so. So, dann fahren wir das gute Stück hier mal. Ja, so ein Abschlepphof. So. Nicht so einfach, das zu lenken mit so einem LKW hinten drauf. Und natürlich öffentlich wie möglich fahren. So, gut 700 Meter noch. Vorsicht! Ach, come on! Wie gesagt, Einsätze gehen uns heute gar nichts an. Die lassen wir links liegen. Wir kümmern uns heute einfach mal um die Parksünder. Copy that. We're in the vicinity.
Polizist. So kurz vom Ziel. Na super. Ach ja. So. Sind sehr lang, müssen aufpassen, dass wir hier reinkommen. Sehr schön. No Parking, na dann stellen wir den dorthin. Ja. Runterlassen. Na, jetzt loslassen. Alles klar, so rum. So wird ein Schuh draus. So. Zack. So, da haben wir unseren ersten Falschparker abgeliefert. Sehr schön. So. Jetzt sind wir hier in der Cross Street. Kommen wir jetzt hier lang. Gucken, was es hier so Schönes gibt. Wie gesagt, erwartet heute in der heutigen Folge keine große Action. Gut, einige von euch hatten schon mal angefragt, ob man nicht einfach mal als Abschleppwagen fahren kann. Diesen Wunsch möchte ich gerne natürlich mit dieser Folge erfüllen. Natürlich fehlt daran die Action. Aber ist aber auch mal lustig. So, die Stimme öffentlich. So. Könnten wir auch mal zum Flughafen fahren? So. Hier ist ein kleiner LKW, aber müssen wir mal aufpassen, was Privatgelände ist und was nicht, ne? Irgendwie war das mal so. Oh, hier ist ein böses Wort gefallen. So, kommen wir düsen mal jetzt hier hin. Sonst fällt natürlich unterwegs jemand auf. Dann nehmen wir den natürlich einen Haken. Ist alles Geld für die Stadt. So, hier vorne scheppert es einmal wieder. Hier dreht wieder einer durch. Lass den mal fahren. Ansonsten rast uns in die Karre. So. So, Dispatch, wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Um dort mal eine Kontrollfahrt zu machen. Bei auffälligen Fahrzeugen natürlich. Weg. Bei auffälligen Fahrzeugen nehmen wir die natürlich sofort an den Haken. So, ist das hier richtig? Wir müssen nicht gleich wieder abbiegen. We've got a criminal resisting arrest on Altopia Parkway. Units respond code 2. So. Dann gehen wir jetzt mal dran vorbei. Entschuldigung. Wow. Abbremsen, abbremsen. So, jetzt hier mal schnell ausscheren. So, Dispatch, sind jetzt am Flughafengebiet angekommen. Attention Unit 6, Lincoln 12. We've got a kidnapping on runway 1. Units respond code 3. Proceed with caution. Genau, sehr schön. So, Kollegen, laufen hier Streife. So. Mal die Kollegen abschleppen. Die dürfen doch gar nicht stehen mit dem Auto. So, hier irgendwas? Nein, das ist alles sauber. Da stehen die nächsten Kollegen. Ich würde sagen, wenn man den Streifenwagen mitnimmt, dann kommen wir dann runter. Dann sind wir einfach mal so kackendreist und schleppen den die Autos weg. Und wir umparken. Wir müssen ja nicht bis zum Ziel fahren. Genau, wir fahren den das in die eigene Hütte und dann können sie es dafür bezahlen. Sehr schön. Das klingt dann mal nach einem Deal. So, wir passen hier drunter. Sehr schön.
So. Stehen noch schön blöd daneben, passt auf. Jetzt gucken sie auch noch blöde. Zocken den eigenen Staat ab, das ist auch mal was. So, die kleine Rache von den kleinen Bürgern. So, noch sagen sie nichts. Okay. So, ich glaube... Ja, eine Plate-Abfrage kann man über die Fahrzeuge nicht machen. Wie sieht denn das aus? Strafzettel verpassen. Ja, das ist klar. Streifenwagen sind natürlich von Strafzetteln befreit. So. Steht eh nur dumm in der Gegend rum. So, ihr Auto ist abgeschleppt. Und dann der Flughafenwache abholen. Wollen wir hier wieder lang, dann haben die wieder einen Streifenwagen hier stehen. Pass auf. So. Ja, Kollegen. Guckt mir so neidisch. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We've got a person carrying a knife in Los Santos International Airport. Ja. Schaffen wir hier drauf. Copy dispatch. So. Rückwärts fahren. Ja, oben nicht ein abgeben. So, come on. So. Abladen. Sehr schön. So. Das war Streifenwagen Nummer 1. Ach, was für eine LSPTFR-Folge. Wir schleppen die Streifenwagen ab von den Kollegen. So. Mal gucken, ob die jetzt immer noch einen Streifenwagen haben oder ob das war. Ja, tatsächlich, die stehen alleine rum. Ich hätte schon gedacht, die hätten sich schon wieder einen neuen geholt. So, dann sind die Kollegen ja noch fällig. Und dann würde ich schon sagen, ah, die Kollegen haben es gerafft. Sie sind ganz schnell mal weitergefahren. Eieieiei, habt da aber nochmal Glück gehabt, Kollegen. Wollt ihr auch gerade abschleppen? Weg sind sie. Naja, der Buschfunk halt. So, wir gucken mal hier rein. So. Zack. So, Dispatch, ich bräuchte mal bitte Informationen zu 06RFL271. Target license plate 06 Robert Frank Lincoln 271. No, dann Informationen bitte zu 02CCL296 bitte. Da haben wir einen. Die Registration ist expired. Ja, da haben wir doch wieder jemanden. Und schleppen wir natürlich auch gleich auf den Flughafengelände der Polizei. So. Knack, knack. So, und dann haben wir ihn schon auf dem Haken. Muss gar nicht weit, das ist... Entschuldigung, Laterne war nicht gesehen. Haben es gar nicht weit, wir müssen ein bisschen rüber. So. Da steht auch noch der abgeschleppte Streifenwagen. Herrlich. So macht die Arbeit Spaß, wenn das funktioniert. So. Na, hoch damit. So, jetzt müssen wir den hier irgendwie einparken. Ach, come on.
Klappt sich mal so. So, und jetzt einfach rückwärts. Ja, wenn es mal einfach nur so rückwärts wäre. Gar nicht so einfach. All available David units on alert. Terrorist activity in Textile City. Bin ich hier daneben geschoben, die Karre? Ja, so. Zack. Auch der ist abgeliefert. Sehr schön. Es wird doch als Polizeiabschleppdienst machen wir gar nicht so eine schlechte Figur. Komm, ich mach mal einmal verkehrt rum. Entschuldigung. So. Den hat man überprüft. Den hat man noch nicht überprüft. Genau. So, dann nehmen wir den uns noch vor. So, Dispatch. Bräuchte bitte Informationen zu 66VQE229. Okay, das ist sauber. Wie sieht es mit dem Shuttlebus hier aus? Dispatch bräuchte Informationen zu 86VAO 946, bitte. Shuttlebus von Escalera. Rent a car. Car, rental shuttle. Oh, 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 keine Steuern bezahlt. Ach, jetzt haben wir noch gar kein Strafzettel dem N gegeben. Müssen wir noch nachholen. So. Erstmal den hier einen Strafzettel verpassen. Zack. We have an illegally parked vehicle in Na, come on. Los Santos International. Target vehicle license plate 86 Victor A Ocean 946. So, da haben wir noch einen gefunden. So. Attention all units, we've got an assault on a civilian on New Empire Way. Hoch damit. Zack. Einen großen Bogen hier fahren. Ey, ey, ob das was wird. Oh, der ist abgegangen. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Wenn wir unsere Fracht verlieren hier. So, hoch damit. So. Jetzt sind nicht nur ein LKW. Boah. Was ist denn da drinne? Ist das die Bremsen tritt? Hm. Aber der LKW vor uns irgendwie leichter. So. Wir nicht wirklich hochziehen. So, egal. Ein Stück reicht das schon. So. Die abgeschleppten Fahrzeuge stehen noch alle da. Sehr schön. So. Ja, die Klappe. Komm lieber mit. So. Soll ich ein Dichchen hier parken? Das ist schwer. So, bisschen wir fahren den so lang und jetzt rückwärts. Sehr nice, es wird langsam. Langsam kriegt man den Trick raus. Das war zu viel. Zu viel des Guten. Wow, auch zu viel. So. Jetzt rein damit. Come on. Ist gar nicht so einfach, wenn man das nicht selber macht. So. Jetzt hinter damit. Ups, falsche Richtung. Egal. Er steht drin. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. So, dann flitzen wir noch schnell zu dem. Der muss natürlich noch einen Strafzettel kriegen. Den haben wir ganz vergessen. So. Füllen wir natürlich auch noch aus. Machen noch die Meldung und dann machen wir Feierabend für heute.
illegally parked vehicle in Los Santos International Airport. Target vehicle license plate, 02 Charles Lincoln 296. Proceed with patrol. So, die Meldung ist gemacht. Der ist vom Haken. Wir packen unser Auto mal hier hinten. Das ist ja unser Arbeitswerk. Ja, das war eine Folge mal als Abschleppdienst der Polizei. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn die Action ein bisschen gefehlt hat. Aber das hat man ja schon von vornherein gesagt. Das wird, ja, diesmal nicht so sein. Wir wollten es halt mal so machen. Vielleicht kommt mal irgendwann mal eine Folge, wo wir das vielleicht mischen können. Wo wir Einsätze annehmen, was um Auto geht. Das mit Verfolgung ist dann auch ein bisschen schwierig. Ja, wir gucken einfach mal. Lasst uns überraschen. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder dabei wart. Und hoffe natürlich, dass ihr dann bei der nächsten regulären Folge am Montag wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt es. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.